Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Wer von uns wünscht es sich nicht, länger jung zu sein? Die gute Nachricht, es ist machbar. Der Schlüssel dafür liegt in einer gesunden und leistungsfähigen Zellerneuerung. Natürlich lässt sich das Alter nicht stoppen, aber unsere Lebensweise hat einen starken Einfluss darauf, wie schnell und wie stark wir altern. Unsere Zellen haben erstaunliche Fähigkeiten, den Alterungsprozess tatsächlich rückgängig zu machen. Das zumindest ist herausgefunden worden in einer wissenschaftlichen Untersuchung. Wie das genau aussieht und wie einfach jeder von uns den Alterungsprozess beeinflussen kann, um eine zumindest optisch jüngere Marke nach außen zu repräsentieren, das bespreche ich mit meinem heutigen Interviewgast. Sie ist in Deutschland die erste Frau mit eigenem Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Technischen Universität München und sie ist Direktorin der Frauenklinik am Münchner Klinikum rechts der Isar. Sie ist mit Marcel Reif verheiratet und lebt in München. In ihrem neuesten Buch mit dem Titel Tag für Tag jünger schreibt sie über die erstaunlichen Fähigkeiten unserer Zellen, den Alterungsprozess rückgängig zu machen. Übrigens, für alle die von euch, die es noch nicht wissen, wir haben mit Valeo eine Mobile-Plattform entwickelt, die euch helfen soll, gesünder und glücklicher zu leben. Wenn ihr darauf Lust habt, gebt einfach mal Valeo, geschrieben V-A-L-E-O, in den App Store ein oder in eure Lieblings-Podcast-App. Denn in diesem Podcast werden wir dieses, aber auch weitere spannende Interviews von interessanten Persönlichkeiten zum Thema Gesundheit interviewen. Doch nun lasst uns hier loslegen und freut euch auf das Interview mit Frau Professor Dr. Marion Kichle. Viel Spaß dabei. Marion, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute für dieses Interview. Vielleicht stellst du dich selbst noch mal ganz kurz vor. Wer ist Frau Professor Dr. Marion Kichle als Privatperson und vielleicht auch noch mal, was genau machst du beruflich? Ja, ich bin Marion Kichle, bin in der Zwischenzeit schon 57 Jahre alt, bin verheiratet, lebe in München, komme gebürtig aus dem schönen Schwarzwald, also ein Schwarzwaldmädel. Und beruflich bin ich Ärztin, genauer gesagt Frauenärztin und bin in einer Klinik tätig, in einer ganz besonderen Position. Ich bin nämlich Direktorin der Frauenklinik rechts der Isar, der Technischen Universität München und habe in dieser Position auch den entsprechenden Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe, habe also Krankenversorgung zu machen, Lehre und Forschung, so wie es halt an Universitäten üblich ist. Jetzt kann man sagen, du bist deutschlandweit die erste Frau, die einen Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe hat. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist, ja, die Frauenheilkunde ist auch ein sehr intensives, operatives Fach und gerade in diesen Fächern waren Frauen, sagen wir mal, nicht so häufig gesehen, also auch fast schon benachteiligt und gemobbt worden. Und 2000 war es dann soweit, ich war selber erstaunt darüber, dass es in meinem Fach im ganzen deutschsprachigen Gebiet, also auch in Österreich oder in der Schweiz, zu diesem Zeitpunkt keine Frau gab. Das ist jetzt 17 Jahre her. In der Zwischenzeit gibt es ein paar wenige, übrigens eine meiner Schülerinnen, habe ich auch zur Lehrstuhlinhaberin gemacht, das ist die Frau Professor Schmalfeld in Hamburg. Und in der Zwischenzeit sind wir immerhin schon zu viert von 35 Lehrstühlen. Also es hat sich etwas getan. Wie kannst du dir erklären, dass das so gar nicht von Frauen besetzt ist, das Thema? Ja, gut, die Medizin hat einen wahnsinnigen Wandel durchlaufen. Sie war, als ich angefangen habe, eigentlich komplett männlich dominiert.
Das hat sich geändert, weil eigentlich viele nicht mehr diesen Beruf machen wollen, weil er sehr aufwendig ist, zeitintensiv ist, auch kann seelisch sehr belastend sein. Wir haben Schichtdienst, das heißt, wir sind letztendlich auch Dienstleister, zwar auf hohem Niveau, aber das ist ein Punkt. Und zweitens, die Bezahlung ist im Vergleich mit, sagen wir mal, wenn ich Medizin studiert habe und vielleicht in eine Unternehmensberatung gehe oder in einen Versicherungskonzern, habe ich weniger Stress, auf gut Deutsch, habe keinen Schichtdienst und verdiene vielleicht auch noch mehr. Dadurch hat der Beruf auch an Ansehen verloren. Und das sehen wir ja in allen Bereichen, wo Berufe sehr viel Arbeit, mit sehr viel Arbeit verbunden sind. Und dass der Verdienst absinkt und auch das Ansehen, das sind klassische Berufe, wo die Männer davonlaufen und dann bleiben eben die Frauen übrig. Ja. Zu diesem Punkt sind wir gekommen momentan. Wir haben jetzt in der Medizin einen Frauenüberschuss, allerdings sagen wir mal nur bis zum vergleichbar mittleren Managementposition, also bis zum Oberarzt, Oberarztebene. Darüber ist es immer noch dünn, aber die Frauen sind auch hier auf dem Vormarsch. Ja. Vielleicht erzähl uns doch mal ein bisschen, du bist auch forschend tätig. Was ist so dein Forschungsgebiet? Womit beschäftigst du dich da ganz intensiv? Also mein Hauptinteresse in der Forschung gilt den Krebserkrankungen der Frau und hier ganz besonders den erblich bedingten Krebserkrankungen, wie diese Vererbung zustande kommt, wie sie weitergegeben wird, was die Besonderheiten sind dieser Erkrankungen und vor allen Dingen, wie man die Frauen dann auch schützen kann vor dem Ausbruch der Krebserkrankung. Und ein ganz, ganz besonderer, mir sehr wichtiger Teil ist auch die sogenannte Prävention. Das heißt, Maßnahmen zu unternehmen, auch bei jetzt nicht erblichen Krebserkrankungen, die es verhindern, dass man Krebs bekommt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz. Ja, ja. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu dir als Person. Jetzt bist du natürlich täglich konfrontiert mit dem Thema Krebs. Was macht das mit dir oder wie schaffst du es, dass das irgendwie so nicht so dicht an dich rankommt, sondern dass du das wirklich auch in der Arbeit lässt, das Thema? Ja, also das musste ich auch erst lernen. Wir haben ja in der Medizin die sogenannten Balint-Gruppen, die ich auch als junge Ärztin fleißig genutzt habe, weil das ist wirklich nicht einfach. Man bekommt das natürlich im Studium nicht vermittelt, leider nicht vermittelt, aber muss natürlich, wie du richtig sagst, damit gut umgehen können. Also das heißt, ich muss als Ärztin tagsüber fungieren und darf mir das Leid der Menschen nicht mit nach Hause nehmen, denn sonst leide ich selber ja auch darunter. Man kann es lernen, ich habe es gelernt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man ist ja auch als Arzt oder Ärztin auch nur ein Mensch und gewisse Dinge, die besonders schlimm sind, also zum Beispiel hatte ich kürzlich eine 19-Jährige mit einer metastasierten Brustkrebserkrankung und das kann ich einfach nicht in der Klinik lassen. Das nehme ich natürlich mit nach Hause. Und das Schicksal dieser Frau geht mir sehr nah, nach wie vor. Aber ich glaube, es ist auch legitim. Man muss nur aufpassen, dass man selbst nicht daran zerbricht. Ja, ja. Gibt es da irgendwas, was du so für dich selbst tust, Meditation oder irgendwie so den Ausgleich zu schaffen? Ja, also ich, das ist für mich, sagen wir mal, das Positive am Umgang mit so schwerkranken Menschen ist natürlich auch, dass ich weiß, wie wertvoll das Leben ist. Ich weiß, dass es jeden Moment zu Ende sein kann, dass mich auch so eine schwere Erkrankung treffen kann. Und deswegen habe ich da zwei, sagen wir mal, Strategien. Die eine ist so die Psychoschiene, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich bin jetzt 57 Jahre alt geworden und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin bislang. Also ich sagen wir mal, hat was mit Demut zu tun, mit Demut vor dem Sein und dem Leben, weil man natürlich dann ganz anders sich verhält, auch im Alltag. Und das Zweite ist, ich nutze sämtliche Möglichkeiten zur Vorbeugung, dass ich nicht an Krebs erkranke. Das heißt, ich versuche gesund zu leben, da kommen wir ja vielleicht später noch drauf, was das bedeutet. Und ich nehme auch alle Krebsfrüherkennungsmaßnahmen wahr, die möglich sind und die von den Krankenkassen angeboten werden. Ja, super spannende Überleitung eigentlich auch zu einem aktuellen Projekt, denn du hast mit einer Co-Autorin zusammen ein Buch rausgebracht, das nennt sich Tag für Tag jünger. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, das ist ein Buch, was aus der Faszination über die Forschung entstanden ist. Und natürlich interessiere ich mich als Ärztin und auch als Frau dafür, was man tun kann. Es ist ja auch einer meiner Schwerpunkte, meiner Forschungsschwerpunkte, um gesund zu bleiben, möglichst lange gesund zu bleiben. Denn irgendwo mein Projekt, mein persönliches, ist es, gesund zu sterben. Das klingt jetzt zwar, ja, das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber sagt letztendlich, es ist jetzt lustig formuliert, aber ich lebe wahnsinnig gern und ich versuche, möglichst lange gesund zu bleiben. Ja. Und das Buch ist auch aus der Intention heraus entstanden, weil man auf zumindest zellulärer Ebene in der Lage bereits ist, also Wissenschaftler haben diesen Code geknackt, man kann Zellen oder die Entwicklung von Zellen nach rückwärts drehen. Ja? Also man kann aus einer ausgereiften, erwachsenen Zelle letztendlich wieder eine embryonale Stammzelle machen. Und diese Erkenntnis oder diese Entdeckung, für die es ja auch 2012 den Nobelpreis gab, die hat mich wahnsinnig beschäftigt. Und ich denke mir, was auf zellulärer Ebene möglich ist, funktioniert auch im Zellverband, also im gesamten Menschen. Und habe einfach die Fakten zusammengetragen, die es da gibt. Und ich finde, das können oder sollten die Menschen wissen. Das heißt, wenn ich mir das richtig vorstelle, dann habe ich, um das mal zu abstrahieren, eine Zelle, da läuft ein Programm ab. Das heißt, der Alterungsprozess der Zelle. Und es ist jetzt herausgefunden worden, wie dieses Programm tatsächlich rückwärts abgespielt werden kann. Also wie ich tatsächlich wieder einen Verjüngungsprozess herstellen kann. Richtig, genau. Ja. Konkret, genau. Das würde ja bedeuten, also sterben müssen wir sowieso. Ne? Die Frage ist, wie gesund, wie du sagst, oder krank, im Idealfall gesund. Das heißt, aufhalten kann ich den Alterungsprozess natürlich nicht wahrscheinlich. Aber was kann ich dafür tun, dass ich ihn verlangsamen kann, verzögern kann? Ja, also da können wir eigentlich sehr, sehr viel tun. Und das Gute ist, dazu braucht man eigentlich keinen Arzt, ja. Oder man kann sehr, sehr viel selbst tun. Was ganz wichtig ist, ist der Schlaf. Also wir sollten versuchen, ausreichend zu schlafen. Weil wenn wir nicht genügend Schlaf haben, dann kann sich unser Körper in der Nacht nicht erholen. Unser Körper macht in der Nacht unheimlich viel Reparaturarbeiten, sage ich jetzt mal. Es läuft auf Zellebene ab, auf Organebene und so weiter und so fort. Und egal, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist immer unser Immunsystem. Wenn wir nicht genügend schlafen, das Erste, was wir merken, natürlich, dass wir nicht gut drauf sind, wir sind schlecht gelaunt, wir können uns nicht gut konzentrieren, aber wir fangen uns auch häufiger Krankheiten ein, also zum Beispiel Infektionskrankheiten. Wir sind schneller krank. Und dieses Kranksein übersetzt sich dann später, wenn das Ganze chronisch wird, auch in Krebserkrankungen. Also man ist auch anfälliger für Krebserkrankungen. Also Schlaf ist ganz essentiell. Dann leider ein weiteres Resultat unserer Zivilisation, die mangelnde Bewegung. Unser Körper ist eigentlich sehr mit Muskeln bepackt und wir sind von der Evolution her so gebaut, dass wir uns bewegen. Ja, also von der Evolution her müssen wir jagen, wir müssen unser Essen letztendlich irgendwo aus der Natur beibringen. Und deswegen sind wir so gebaut, dass wir uns bewegen. Und heutzutage gehen wir in den Supermarkt, wir fahren mit dem Auto zur Arbeit und sitzen den ganzen Tag. Vor 50 Jahren sind die Menschen noch pro Tag 20 Kilometer gelaufen. Heute schaffen es die eine Büroarbeit machen, nicht mal auf 1 Kilometer pro Tag. Ja. Das heißt, wir müssen uns einfach mehr bewegen, weil auch bei der Bewegung entstehen unheimlich viele wichtige gesundheitserhaltende Maßnahmen. Aber auch der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen Menschen um uns, wir brauchen Freunde, wir brauchen einen Partner, wir brauchen Liebe. Auch das ist ganz, ganz wichtig, um lange gesund und alt zu werden. Das heißt, man sollte auch diesen Bereich des sozialen Lebens nicht vergessen. Ja? Auch das pflegen, sich um die Freunde kümmern,
auch das hält uns jung. Mhm. Ich schreibe hier fleißig mit. Zum Thema Schlaf ist immer wieder eine individuelle Geschichte, aber gibt es so einen Richtwert, dass man sagt, 6, 7, 8 Stunden Minimum? Ja, genau. Also so im Durchschnitt 7 Stunden, da gibt es individuelle Schwankungen. Frauen brauchen etwas mehr Schlaf als Männer. Aber ich glaube, das kann jeder für sich selbst rausfinden. Mhm. Wenn ich morgens aufwache und ich bin fit, dann habe ich meine optimale Schlafdauer gefunden. Das kann, wie gesagt, 6,5 Stunden sein, 7, es kann 8 Stunden sein. Mhm. Das fand ich im Schnitt allerdings 7. Ja, das fand ich jetzt auch zum Schluss super, auch so von der auch geistig-spirituellen Ebene oder so sich mental auch stark zu fühlen, einfach auch in sich reinzuhören und zu sagen, okay, der eine braucht halt mindestens 8 Stunden Schlaf, der andere eine Stunde weniger, ja, aber dass es ausreichend ist und dass der Körper einem ja dann auch schon sagt, wie viel ist denn gut? Also wie fühle ich mich nach dem Aufstehen? Genau, wir kennen das doch alle. Wenn wir richtig gut geschlafen haben und morgens aufwachen und einfach fit sind, ja, dann das ist das beste Maß für wie viele Stunden sollte ich schlafen. Ja. Gibt es denn irgendetwas, was die Zelle, wenn man sie mal wieder so abstrahiert betrachten, so ganz besonders mag? Also bis auf die Dinge, die du schon gesagt hast, aber kann ich noch... Ich denke an Nahrungsergänzungsmittel, da kann man ja, weiß ich nicht, einen ganzen Schrank füllen und im Internet verschiedene Impulse bekommen. Was würdest du sagen, kann ich vielleicht meiner Zelle noch Gutes tun? Also von Nahrungsergänzungsmitteln kann ich nur abraten. Wir leben zumindest hier in Deutschland in einem Gebiet, wenn wir uns auf der Welt, wenn wir uns hier mit unseren Supermärkten und so weiter ausgewogen ernähren, kommen wir an keinen Vitaminmangel oder irgendwie anderen Mikronährstoffmangel. Also es gibt sogar Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Menschen, die regelmäßig solche Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, dass die früher versterben. Mhm. Die haben vielleicht eine ungesunde Lebensweise und wollen das versuchen auszugleichen. Also die mangelnde Bewegung, der mangelnde Schlaf, das zu viel Arbeiten, zu lange Arbeiten, mhm, kann man nicht ersetzen durch irgendeine Pille. Das ist ganz klar. Mhm. Das Einzige, was in unseren Breitengraden, wo ein Mangel entstehen kann, ist Vitamin D. In den Wintermonaten, weil Vitamin D wird ja durch die Sonneneinstrahlung in der Haut auch gebildet. Hier kann es sein, dass wir kurzfristig eben in einen Mangel kommen. Und für manche ist es sicherlich sinnvoll, das im Winter, in den Wintermonaten zu ersetzen. Oder es gibt ja auch Menschen, die überhaupt nicht ans Licht oder an die Sonne gehen können. Die sollten das dann auch regelmäßig nehmen. Ja. Klar, Schwangere ausgenommen zum Beispiel, da gibt es natürlich Tipps, oder wenn ich sonst eine Krankheit habe, aber so der durchschnittsgesunde Mensch braucht keine zusätzlichen Vitaminpillen einwerfen. Hm. Gibt es eine Besonderheit so zwischen Mann und Frau, wo vielleicht Männer oder auch Frauen einfach ganz besonders auf irgendetwas besonders achten sollten? Eigentlich nein. Nein, da gibt es keine Unterschiede. Nee. Okay. Welche Zellen im Körper regenerieren sich denn am schnellsten? Kann man das sagen? Oder ist das, wenn ich den Körper als ganzheitlich betrachte? Ja, da gibt es unheimliche Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel die Zellen, die unser Blut bilden, regenerieren sich sehr schnell. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel uns eine Infektion einfangen, dann müssen natürlich alle Zellen, die diese Keime zerstören, die müssen schnell gebildet werden können. Mhm. Also Zellen unseres Immunsystems, Zellen unseres blutbildenden Systems, die erneuern sich sehr, sehr schnell. Sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, regenerieren sich die Zellen unseres Gehirns. Da gibt es Zellen, die sind einmal angelegt und teilen sich dann nicht mehr. Auch bei der Frau zum Beispiel, die Eizellen im Eierstock, die sind von Geburt an schon vorhanden und angelegt. Die kann man auch nicht endlich vermehren, das wissen wir ja, weil die Reproduktionsfähigkeit der Frau ist dann irgendwann begrenzt. Was war denn so deine wichtigste Erkenntnis, wenn es um das Verlangsamen des Alterungsprozesses geht?
weil ausreichend schlafen, Bewegung und so weiter ist ein Riesenproblem, gerade heute, wenn die Welt ja immer digitaler wird und wir uns ja gar nicht mehr bewegen müssen. Irgendwann werden wir auch noch abtransportiert von irgendwie selbstfahrenden Autos. Ja, also da verändert sich auch eine ganze Menge. Aber was war so dein, vielleicht auch so die Initialzündung für das Buch letztendlich? Also was ich für mich am meisten rausgenommen habe, ich bin leider so ein bisschen Workaholic, ja. Also ich arbeite unheimlich viel zum Leidwesen auch meines Mannes und meiner Familie, die dann immer schimpfen, wenn ich so spät nach Hause komme und auch am Wochenende noch etwas mache. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass man dadurch schneller altert. Also letztendlich ist man nicht mehr wie 8 Stunden pro Tag wirklich leistungsfähig. Man kann kurzfristig mal Gas geben, aber sollte sich dann auch wirklich Ruhephasen und Erholungsphasen einbauen. Denn diese berufliche Anspannung führt zu Stress, was nicht gut ist. Und zweitens, man macht auch Fehler, ist nicht so konzentriert und letztendlich auch nicht gut. Also das ist etwas, wo ich wirklich noch, ich habe mich schon ein bisschen zurückgenommen, aber da muss ich wirklich noch an mir arbeiten. Das ist etwas, was ich bei Recherche zu Anti-Aging für mich jetzt, was mich am meisten letztendlich noch umtreibt. Ja. Spielt es da auch eine Rolle, inwieweit ich meine Arbeit leidenschaftlich gern mache und dann vielleicht... Ja, auch das spielt keine Rolle, das ist untersucht. Da muss ich dich auch enttäuschen. Ich dachte nämlich auch, ja, Mensch, wenn einem doch der Job Spaß macht oder die Arbeit, was ja bei mir der Fall ist. Ja, also ich arbeite wahnsinnig gern, mir macht mein Beruf sehr viel Freude. Aber trotzdem, auch das zählt nicht, auch selbst wenn die Arbeit noch so viel Spaß macht. Ja, das ist interessant, weil man versucht ja wirklich... Und das ist ja oftmals die Diskussion heutzutage, dieses Work-Life-Balance. Ja? Irgendwie wird ja durch diese Begrifflichkeit ja auch irgendwie suggeriert zu sagen, Work schlecht, ne? Und eher so dieses Freizeitleben gut. Aber so wie du sagst, ist es ja tatsächlich so, ich muss eine Balance herstellen einfach. Ganz richtig. Also es ist, wenn jemand von einer positiven Work-Life-Balance redet, das ist kein, sagen wir mal, kein fauler Mensch. Sondern ist ein kluger Mensch. Ich beobachte halt auch immer mehr, dass die Problematik, dass gerade durch die Digitalisierung halt einfach sehr viel diese Grenzen verschwimmen. Ja, also man redet sich ein, man ist gar nicht on the job, aber hat sein Smartphone am Start und liest seine E-Mails und schreibt dann doch noch eine E-Mail und guckt bei Facebook und macht und tut. Und es ist verwischt so ein bisschen, weil auch viele Berufsbilder sich auch dahingehend ändern, dass die halt immer mehr auch mit Digital, Internet und Co. zu tun haben. Ja, aber davor kann ich nur dringend abraten, einfach das Handy oder das Laptop oder den iPad oder was auch immer weglegen. Einfach mal weglegen, ja. Offline gehen. Oder wenn ich die Apple Watch, da muss ich halt das E-Mail-Programm ausstellen. Ja. Dass ich nicht noch beim Laufen oder beim Sport damit belästigt werde. Ja. Also für mich war auch die wichtige Erkenntnis die, dass die Menschen am längsten leben, die darauf achten, dass sie pro Woche nicht zu viel arbeiten. Aber was wiederum wichtig ist, Arbeit ist ja auch gut, weil es hält uns wach, ja, es hält uns interessiert. Und Menschen, die länger leben, länger arbeiten, die leben auch länger. Das heißt also, für unsere Gesellschaft wäre es von ganz großem Vorteil, wenn man generell die Wochenarbeitszeit verkürzen würde. Das heißt, dass die Menschen mehr Freizeit haben, soziale Kontakte zu pflegen, spannend, zum Sport zu gehen, etc. pp. Aber dafür die Dauer der Arbeit während des Lebens, also die Arbeitszeit nach hinten zu verlängern. Das heißt, nicht mit 65 in Rente zu gehen, sondern vielleicht mit 67, dafür aber unter der Woche einfach mehr Freizeit zu haben. Also die Wochenarbeitszeit verkürzen, die Lebensarbeitszeit verlängern. Das wäre mein Vorschlag an unsere Politiker. Stark. Das wäre wirklich gesellschaftspolitisch, glaube ich, wirklich ein Thema, was man mal auf die Agenda holen kann. Ja, und es wäre vor allen Dingen auch gesund. Ja, eben.
Ja, genau. Also sowohl als auch für die Menschen und für die Wirtschaft. Genau. Ja, würde auch unserer Rentengenerierung entgegenkommen. Ja, absolut. Mal gucken, wo wir den Podcast dann anschließend einreichen. Diesen Vorschlag von dir. Ja, nee, sehr schön. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Im Grunde ist es eigentlich, oder kann jeder unserer Zuhörer gerade mal so auf sein Leben blicken, am besten so von 6 oder 10 Meter Höhe und einfach mal schauen, wie läuft so mein Tag eigentlich ab, wie viel arbeite ich tatsächlich, wie viel habe ich Freizeit, wie viel verbringe ich auch in meiner Freizeit mit Freunden und engagiere mich vielleicht sozial. Thema Schlaf, wie sieht's aus mit dem Thema Ernährung? Ja, auch das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wir sind, was wir essen, oder du bist, was du isst. Mhm. Und da gibt es eigentlich folgenden Ratschlag von mir. Möglichst wenig verarbeitete, prozessierte Lebensmittel zu sich nehmen. Mhm. Wenn es geht, alles frisch kaufen, also frische Lebensmittel und die selber verarbeiten und nicht irgendwelche Fertiggerichte oder solche Convenient Food. Mhm. Die haben A, viel versteckte Fette, viel versteckten Zucker, was natürlich auch nicht gut ist, und sind auch oft vitaminarm etc. pp. Also frische Lebensmittel kaufen und verarbeiten, das ist das eine. Das zweite ist, nicht in Hektik essen. Mhm. Ist auch ganz schlecht, ja, weil wir dann Sachen in uns reinstopfen, erstens mal viel zu viel, weil es dauert ungefähr 20 Minuten, bis unser Magen, unserem Gehirn oben meldet, hallo, wir sind jetzt satt. Mhm. Und wenn ich das schnell esse, dann esse ich in dieser Zeit einfach mehr. Mhm. Ja, auch nicht gut. Also das sind, glaube ich, 2 Tipps, die man ganz einfach sich merken so kann. Auch das ist nicht schwer. Ja. Nicht in Hektik essen und wenn es geht, frische Lebensmittel nehmen und die verarbeiten. Ja. Das heißt ja nicht, dass man immer ein tolles Menü kochen muss. Man kann auch, 2 Spiegeleier in die Pfanne hauen, ja, mhm. und Gemüse anbraten dazu oder was auch immer. Also das geht ja doch alles relativ schnell. Ja, das stimmt. Gibt es so eine Ernährungsrichtung, wo du sagst, das wäre förderlich, also wenn ich an vegan, vegetarisch, Rohkostler und so weiter denke? Oder würdest du sagen, das kommt einfach... Naja, vegan hat halt schon einen Nachteil. Wir brauchen natürlich auch Proteine. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Eiweiße, und die Veganer tun sich da schwer, oft die genügend Eiweiß zu sich zu nehmen. Mhm. Und das beste Eiweiß ist Fisch zum Beispiel. Hat wahnsinnig viele gute Fette, diese unheimlich viel gute Omega-Fettsäuren. Mhm. Und das zweite gute Eiweißquelle ist weißes Fleisch, also Geflügel oder Kaninchen. Mhm. Und das sollte man auch vornehmlich nutzen, als Eiweißquelle. Okay. Ansonsten, klar, viel Obst und Gemüse vor allen Dingen, viele Ballaststoffe, die brauchen wir auch. Und als Fettquelle möglichst wenig tierische Fette, also lieber zum Beispiel Pflanzenöle nehmen, Olivenöl. Und Nüsse sind auch sehr, sehr gut, haben viele gute Fette und allemal besser als tierische Fette. Mhm. Wie sieht's aus mit Genussmitteln? Wenn ich so an das Thema Rauchen, können wir, glaube ich, einen Haken dran machen. Das ist auf keinen Fall gesund. Aber nehmen wir Alkohol zum Beispiel. Ja, Alkohol ist natürlich auch ein Zellgift. Das ist klar. Dem Alkohol wird ja auch immer nachgesagt. Er hat so ein bisschen auch gesundheitsfördernde Wirkung, insbesondere der Rotwein. Mhm. Das mag schon sein, der Alkohol wirkt sich positiv auf die Gefäße aus. Das wissen wir alle, die Gefäße von Alkoholikern, die haben praktisch keine Arteriosklerose, die sind schön elastisch. Mhm. Aber auf der anderen Seite schädigt Alkohol. Alkohol ist ein Zellgift, klar. Mhm. Und es schädigt dafür andere Organe. Also wenn man jetzt einen Strich drunter zieht und dies eine Nutzen-Risiko-Abwägung macht, ist der Alkohol letztendlich schädlich. Aber wie mit allen Dingen im Leben, die Dosis ist das Gift, ja. Mhm. Das heißt, Alkohol in Maßen ist durchaus erlaubt und okay. Ja. Wo es gar nicht geht, ist in der Schwangerschaft. Na klar.
Da geht es überhaupt nicht. Ja. Wir hatten es vorhin ganz kurz angerissen, das ganze Thema, so diese eigene mentale Stärke, auch dass es mir gut geht, ich keine Depression habe. Wie wirkt sich so mein Gemütszustand oder auch mein seelisches inneres Selbst auf die Zellen aus? Gibt es da Forschungsergebnisse oder Beobachtungen? Ja, ganz klar. Also Menschen, die sagen wir mal, ein gutes Sozialleben haben oder auch was Befriedigendes tun, die leben ganz klar länger. Einsame Menschen sterben früher. Also Menschen, die isoliert leben und keine Aufgabe haben, die versterben früher. Das heißt, ich sollte mich auch drum kümmern. Gerade wir haben ja sehr viele ältere Menschen in unserer Gesellschaft, die irgendwo einsam vor sich hin leben, die Kinder kümmern sich nicht, sie haben keine Freunde. Die sollten sich wirklich aktiv bemühen, da etwas zu ändern. Das kann sein, ich gehe jetzt in einen Gesangsverein, das kann sein zum Beispiel, ich engagiere mich ehrenamtlich, das hat gleich zwei Aspekte, wenn ich irgendwo arbeiten gehe, was weiß ich, das kann Hospiz sein, Kindergarten, Krankenhaus, andere soziale Einrichtungen, ich komme unter Menschen, erstens, und ich tue was Gutes, was Sinnvolles, ja, diese beiden Sachen, die sind unheimlich wichtig, dass wir lange leben. Mhm. Auch ein Haustier hilft zum Beispiel. Das ist jetzt zwar, kann zwar einen Menschen nicht ganz ersetzen, aber auch Menschen, die ein Haustier haben, einen Hund zum Beispiel, die müssen jeden Tag rausgehen mit dem Gassi, das ist schon mal gesund, ja. Die sind viel an der frischen Luft, bewegen sich und sie haben ein Lebewesen, was sie braucht und um das sie sich kümmern müssen. Ja, kann ich super nachvollziehen. Verstehe ich sofort. Also ich glaube auch, dass die Erfüllung im Wir liegt. Ja? Also dass dieses allein oder Isolierte auf keinen Fall gesund ist. Der Robinson Crusoe auf seiner Insel, keine gute Idee. Aber nein. Dieses Wir und wenn man es nicht hat in Form von Familie, Freunde oder was auch immer, dass man wirklich rausgeht und schaut, wo kann man sich vielleicht sozial engagieren, dieses Wir herzustellen. Ja. Super. Marion, ich habe noch eine kleine Quick Q&A-Session mit dir vor, indem ich dir einfach ein paar Fragen schnell hintereinander stelle und du einfach spontan aus dem Bauchhaus antwortest, was dir dazu einfällt. Okay. die erste Frage. Gibt es so einen Gesundheitstipp aus deiner Kindheit, der heute noch aktuell ist oder wo du sagst, hey, das funktioniert heute genauso? Ja, ich höre meine Großmutter, Kind, zieh dich warm an. Da hat sie recht. Wenn der Körper auskühlt, ist man anfälliger für Infektionskrankheiten. Und ich kann mich darauf verlassen, wenn ich nicht warm genug angezogen bin, egal wo das ist, dann kriege ich entweder eine Blasenentzündung oder eine Halsentzündung oder gleich mal Schnupfen. Mhm. Stark. Was würdest du sagen, wenn du so auf dein berufliches Tätigkeitsfeld schaust, was ist deine Mission? Kann man das so in einem Satz sagen? Meine Mission. Also was motiviert dich in deinem Beruf? Was mich motiviert, ja, also ich meine, ich glaube, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich kann Menschen helfen, ich kann sie gesund machen durch meine Profession. Und das ist ein wirklich unheimlich, ein schönes Erlebnis. Ich erfahre täglich sehr viel Dankbarkeit. Und das ist sehr, sehr schön. Super. Mein Beruf hat natürlich auch Schattenseiten, nämlich ich sehe natürlich auch Menschen sterben, aber auch das gibt mir etwas, weil es mir zeigt, dass mein Leben irgendwann auch selbst zu Ende ist und ich eine sehr, sehr große Demut vor dem Leben habe. Gibt es ein, das ist meine Lieblingsfrage, gibt es ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Ja, ich kann offensichtlich Bücher schreiben, die Menschen lesen wollen. Das ist ein Talent, was ich neu entdeckt habe. Ja. Ein Talent, von dem niemand was weiß. Ich glaube nicht, weil ich bin ein bisschen extrovertierter Mensch. Ich kann nichts für mich behalten. Ich glaube, ich posaune alles raus. Ja. Ich fresse nichts in mich rein, auch nicht meine heimlichen Talente. Ja.
Übrigens ein toll geschriebenes Buch. Ich hatte jetzt keine Chance, mir das so in echt, so in Haptik zu kaufen, aber habe es mir als Hörbuch, nicht als Hörbuch, als E-Book geladen und habe da schnell reinlesen können, weil unser Interview wirklich in wenigen Tagen hier zustande kam. Also hier nochmal ein großes Dankeschön auch an dich, dass das so schnell alles funktioniert hat. Also ganz toll geschrieben, kann ich nur empfehlen. Und packen wir auch in die Shownotes zu diesem Podcast als Link, dass sie die Leute unbedingt bestellen müssen. Super, da freue ich mich. Meine nächste Frage, wenn die Leute an dich denken, Marion, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Wenn sie an mich denken, nochmal, die Frage nicht ganz verstanden. Ja, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Persönlichkeitsmarke bekannt sein willst oder schon bist? Ja, kompetent. Kompetent und empathisch. Wenn ich zwei Sachen sagen darf. Ja, darfst du. Welcher Moment oder Rat hat in deinem Leben einen besonders nachhaltigen Einfluss? Ich habe es nicht verstanden. Nochmal, bitte. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben? Gab es da was, wo du sagst, das begleitet mich einfach schon viele, viele Jahre? Das war wichtig. Ja, also mein Vater hatte er ist auch aus der Region, er ist Elsässer, Badener, so an der Grenze. Und er hat zu mir immer gesagt, Mädchen, ich übersetze es jetzt gleich mal, es ist badisch, bleib auf dem Teppich. Also er hat mir eine gewisse Bodenständigkeit vermittelt. Schön. Und mich immer wieder daran erinnert und es hilft mir sehr. Also ich, diese Bodenständigkeit ist etwas, was mich wirklich, wie man so schön sagt, heute meine Nichte würde sagen, die ist Mitte 20, die würde sagen grounded, also was mich wirklich auf der Erde hält, hier im Jetzt, im Sein wirklich festhält, auch im wahrsten Sinne des Wortes und mir so eine gewisse Abgehobenheit oder ja, das leiste ich mir einfach gar nicht. Also das ist ein Rat meines Vaters, der mich von Kindesbeinen an bis heute begleitet. Ja, stark. Gibt es neben deinem Buch natürlich eine Buchempfehlung, wo du sagst, das hat mich wirklich noch nachhaltig berührt oder beschäftigt? Gibt es so ein Buch? Ja, es gibt zwei Bücher, die mich in der letzten Zeit sehr mitgenommen haben. Das ist einmal das Buch meines Mannes, Marcel Reif. Ich bin mit einem Sportjournalisten verheiratet. Und er hat ein Buch geschrieben, heißt Nachspielzeit. Und wer glaubt es, hat jetzt nur was mit Fußball zu tun, hat auf der einen Seite recht, aber es hat auch was mit dem Leben zu tun. Es ist schon fast ein philosophisches Buch, wie man mit gewissen schwierigen Situationen im Leben umgeht. Zum Beispiel auch mit Abschied, mit der Endlichkeit. Und er beschreibt es sehr, sehr schön. Das ist auch eins meiner Lieblingsgeschichten, wie er sein letztes Champions League-Spiel kommentiert und wie er Abschied nimmt von allem. Also ich habe schon fast geheult. Und dann gibt es ein auch noch wunderbares Buch eines Freundes von mir, Alexander Gorkow. Der hat ein Buch geschrieben, heißt Hotel Laguna. Und ich bin mit Jahrgang 60 ein Kind des Aufbruchs gewesen, der Nachkriegsgeneration. Und meine Eltern sind wahnsinnig gerne nach Spanien gefahren in den Urlaub. Und dieser Familienurlaub war ein Highlight für mich, mit Mama und Papa und meinen Geschwistern mal wirklich ein paar Wochen am Stück zusammen zu sein. Und dieses Buch fasst genau das zusammen. Wir sind ein ähnlicher Jahrgang und ich glaube, viele von uns haben ihre Kindheit in den Ferien in Spanien verbracht. Kann ich auch nur empfehlen, es reflektiert zum einen das Familienleben und auch spiegelt uns auch im Kontext mit den Spaniern, die sich zum Teil ja auch lustig gemacht haben über uns Deutsche dort. Also ein wirklich intelligentes und hochamüsantes Buch kann ich auch nur empfehlen. Stark. Zwei spannende Bücher, die packen wir auch mit in die Shownotes. Dann hat der Hörer hier entsprechend Lesestoff. Marion, drei Persönlichkeiten, die wir hier in den Podcast einladen können. Kannst du uns drei Leute empfehlen, wo du sagst, die haben wirklich eine Geschichte zu erzählen oder haben einfach einen wertvollen Input zu geben,
zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder einfach ihre Lebensgeschichte zu teilen? Wenn ich einen Kollegen von mir empfehlen dürfte, Martin Halle, er ist ein Sportmediziner und eine wirklich tolle Persönlichkeit. Er hat sehr viele gesundheitspräventive Projekte hier in Bayern ins Leben gerufen. Ein wirklich toller Kerl, muss ich sagen. Mhm. Kann ich empfehlen, Professor Martin Halle. Mhm. Dann, warum nicht Alexander Gorkow, der Autor, den ich eben empfohlen habe, auch eine tolle Persönlichkeit. Er ist Schriftsteller, aber auch im Hauptberuf Journalist. Mhm. Hat Kontakt zu sehr vielen interessanten Persönlichkeiten. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Mhm. Auch eine ganz tolle Persönlichkeit. Und als drittes, jetzt muss ich mal gucken, wenn mir da noch einfällt. Muss ich kurz überlegen. Ist auch ein bisschen spontan jetzt. Bitte? Ist auch ein bisschen spontan jetzt. Ist auch ein bisschen spontan. Genau, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, ich bin ja natürlich als Medizinerin immer so auf der Schiene der Medizin. Ich muss einfach mal nach links und rechts schauen. Mhm. Zur Not muss dein Mann ran. Zur Not muss mein Mann rein, ja. Gut. Und sein Buch vorstellen, fände ich sehr spannend. Und sein Buch vorstellen, ja. Also ist natürlich auch, der hat ja auch schon wahnsinnig viel erlebt. Also ich meine, oh Gott, ja, das ist, der hat ein Leben hinter sich, das ist wirklich Wahnsinn. Als Sohn eines Juden, der fast umgekommen wäre im Holocaust und nach Israel musste, dann zurück nach Deutschland. Also der hat wahnsinnig viel zu erzählen, eine wirklich spannende Persönlichkeit. Aber da habe ich natürlich einen gewissen Bias als seine Ehefrau. Ja, aber Frage Nummer. Aber trotzdem. Vielleicht hat er Lust. Also ich glaube, Geschichten eh zu konservieren, einfach auch, dass man sich das immer wieder anschauen kann. Er ist ein toller Erzähler, wirklich. Er erzählt sehr, sehr schön. Ich finde es ja toll, habe ich in der Talkshow letztens gesehen, dass er dich begleitet und dich unterstützt auf deinen Reisen, auf deinen Kongressen, finde ich großartig. Stark. Ja, doch, das macht er. Ja, sehr cool. Marion, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die ich jetzt auch gar nicht weiter beanspruchen möchte, weil ich mir gut vorstellen kann, dass du ordentlich zu tun hast. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser ganzen wertvollen Geschichten und vielleicht an die Hörer an dieser Stelle. Ich kann dein Buch wirklich wärmstens empfehlen. Man kann da wirklich kreuz und quer lesen und die, wie man neudeutsch so schön sagt, die Gesundheitshacks für sein Leben rausziehen, um einfach unseren Altersprozess zu entschleunigen und vielleicht so die Zellerneuerung ein bisschen wieder anzukurbeln. Ich sag danke und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal. Ja, sehr gerne. Bis bald, Marion. Ciao, ciao. Bis bald. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.